Was geht, Bruder? Lass Pfeife rauchen. Tam, bring her. Leon Lovecock, ich weiß, mein Cock versprüht sehr viel Liebe. Was läuft, was läuft, was läuft? Wie findest du Kuchen? Bei dir zählt bestimmt nur der Po. Genau, der ist das, Tafnis. Hallo, ist die Erde flach oder rund? Nicht oft in meinem Leben auf so Tinder-Dates eingelassen, aber 1, 2, 3, 4, 5. Meinung zu Battle Rap. Wie findest du Shirin David? Nice. Was hältst du von Internet-Trolls? Was ist der Unterschied zwischen Interview und Talk? Gibt's nicht. Yes, 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 yo, what's going on here, man? Willkommen zu einer weiteren Folge Barber Talk mit Mahari, Alter. Was geht ab, Mahari, alles gut? Was geht, Leon, Bro? Faust it in, man. Bist du ready, oder was? Ja, Cut it in, man. Was geht, Leute, alles gut? Leon, Bro, schon mal eine DMT-Erfahrung gemacht? Nee, Brudi. Aber hab mich schon sehr lange damit beschäftigt, auf jeden Fall. Hab mir DMT-Erfahrungen auch schon mal reingezogen. Was ich euch empfehlen kann, checkt mal das Interview ab von Joe Trank, heißt der, glaube ich. Und Micha Janitz. Ist krass. Also auf jeden Fall DMT-Erfahrungen. Ja, hab ich mir reingezogen. Ist sehr, sehr interessant, diese ganzen Psychedelics. Nicht nur DMT, sondern auch... Ich habe mir auch Erfahrungen mit Shrooms habe ich mir reingezogen, LSD, so eine Sachen. Ich habe mir sehr viele Erfahrungen, was diese ganzen Sachen, Barber ohne Licht am Kopf, nein, Bruder, der macht gerade das Licht an jetzt. Ich habe mich sehr viel mit so psychedelischen Sachen beschäftigt. Ich habe auch persönlich Freunde im Bekanntenkreis, die schon mal so eine Sachen probiert haben. PA hat ja auch mal in einem Boogie und Belash Interview ein bisschen über seine LSD-Erfahrung geredet. Und das hat er mir auch einmal ausführlich alles, wo ich bei ihm zu Hause war, einmal ausführlich alles erzählt. Und ich muss schon sagen, es sind schon sehr faszinierende Erfahrungen, die da zustande kommen. Vor allen Dingen, was das Thema Ego, Ego bekämpfen und das Thema, ja, dass man immer denkt, man ist selber so der Mittelpunkt der Welt quasi. Aber dass man bei so einer Erfahrung dann merkt, dass die Welt so viel mehr ist, weißt du? Ich glaube halt daran, dass man das nicht unbedingt mit Substanzen hervorrufen muss, kann, sondern man kann das wahrscheinlich auch mit, also selber in sich hervorrufen, glaube ich, weißt du? Dass du in so ein Mindset reinkommst, ohne irgendwas zu dir zu nehmen. Aber ich glaube, dazu gehört halt sehr viel Selbstreflexion, sehr viel sich mit sich selbst beschäftigen, versuchen aufs nächste Level zu kommen etc. Also es ist immer so eine Sache. Und was man dazu auch ganz klar immer dazu sagen muss, es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen, wie konsumiert man das Ganze. Ja? Also ich habe mir nämlich nur Erfahrungen von Leuten reingezogen, die Psychedelics genommen haben, um persönlich aufs nächste Persönlichkeitslevel zu kommen, um sich weiterzuentwickeln und nicht um einen geilen Trip zu haben auf einer Party oder so oder einfach mal Dinge zu sehen, die man nicht gesehen hat, sondern die haben eine Intention verfolgt, die haben ein Ziel verfolgt. Und dann ist es was anderes, als wenn du auf einer Party bist und dann einfach mal so eine LSD-Pappe dir reinschmeißt. So, weißt du, ich meine? Also, ja, Mann. Ist ein sehr großes, breites Thema. Ich kann euch empfehlen, zieht euch mal Joe Rogan Podcast mit Mike Tyson rein. Der hat von seiner Ayahuasca-DMT-Erfahrung erzählt. Und auch so Joe Trank, Micha Janitz. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ich komme Mannheim Türk Ocakbaşı auf meinen Nacken, schön Grillteller. Bruder, Bergan, wenn dann nur Linsensuppe, Vegio, ich küsse dein Herz. Eins möchte ich hier sagen, nehmt keine Drogen, nur wollte ich fragen, ob es schon mal was gegönnt hast und wenn ja, wie es war. Ja, wie gesagt, im ersten Barbertalk habe ich, glaube ich, über meine Ecstasy-Erfahrung geredet. Jetzt habe ich ja eben hier so ein bisschen über DMT und so, da habe ich leider gar keine Erfahrung. Kann ich nur sagen, was ich mir reingezogen habe. Und ansonsten habe ich schon sehr viele Sachen schon mal ausprobiert. Ja, hast du jetzt gefragt gehabt, was ich schon mal probiert hat oder was? Hab, glaube ich, noch nie einen gesehen, der öfter zum Friseur geht, obwohl man keinen Anlass sieht als Leon. Guck mal hier, die Seiten. Bruder, das ist nicht mehr fresh. Guck mal hier, das... Oder Mahari, sei ehrlich, man kann schon schneiden. Man kann schon schneiden. Man kann schon. Follow it in, man. Ich küsse euch jetzt. Ich sag euch so, Freunde, in den letzten...
also in den letzten Wochen und Monaten ist einfach so, dass sehr viele Talks, sehr viele Begegnungen, die ich mit Menschen hatte, also es ist auch nun nicht nur ein Mensch, der da irgendwie also mir geholfen hat, auch wieder in meine Zone reinzukommen, sondern es ist eine Kombination aus Ereignissen und Menschen, so mehr oder weniger, weißt du? Also eine Zara hat sehr viel dazu beigetragen, ein Manuelsen hat dann da wieder zu viel beigetragen. Als allererstes war der Sinan Güneş, schöne Grüße gehen raus, derjenige, der mir so einen heftigen Talk am Telefon verpasst hat, dass er mich wieder krass motiviert hat. Eine Zara hat mich krass motiviert, ein Talk mit Manuelsen hat mich krass motiviert, ein Flair hat mich krass motiviert. So, das sind alles Menschen und Begegnungen und Talks, die ich hatte, die mich halt auch wieder, die mir wieder gezeigt haben, so ey Bro, weißt du, wie ich meine? Und ich selber auch habe mir sehr viel Gedanken gemacht in der letzten Zeit. Habe mir sehr viele alte Videos von mir reingezogen, Motivationsvideos, die mich damals geprägt haben und so. Und habe einfach wieder verstanden, was mein Ziel war damals, weißt du? Was mein Drive war, was meine Motivation war, wo ich hin will. Und dem folge ich jetzt gerade wieder und das ist halt einfach ein geiles Feeling, weißt du? So. Hey Leon, was meinst du, wann Fitness wieder öffnet? Bro, keine Ahnung, Dicker. Ich habe heute bei Dein Update gesehen, Lockdown soll wohl noch bis 31. Januar verlängert werden oder so ein Scheiß. Oh no. Wie geht's dir eigentlich so mit dem Lockdown zurzeit? Leichter als der erste, wa? Bro, ich sag dir ehrlich, ich scheiß da drauf. Ich mache mir darüber echt keine Gedanken mehr, weil wenn ich mich da reinsteigern würde, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, dann sitze ich morgen wieder im Treppenhaus. Also ich lasse es einfach gerade mit mir machen, so scheiß drauf. Weißt du, ich meine, ich konzentriere mich, auf meinen Hustle, auf mein Weiterkommen und ich merke gerade, dass ich so einen Flow entwickle und dass dieses Lockdown-Ding mir sogar gerade für meinen Hustle eigentlich nicht schlecht tut, weil ich merke, die Videos werden krasser geklickt gerade, Stories, Views gehen wieder hoch. So, ich konzentriere mich auf mich und mein Vorankommen und nicht auf das, was in der Politik oder in der Welt da draußen gerade abgeht, weißt du? Ich versuche das einfach komplett auszublenden, um mich auf mich zu konzentrieren. Deswegen fällt es mir leichter. Nun muss ich sagen, dass ich merke, wie ich langsam richtig, wie soll ich sagen, ich fühle mich richtig eklig, Bro, weil ich nicht mehr trainieren kann. Langsam geht's auch richtig, also langsam geht's auch auf den Körper und auf die Psyche. Ich krieg mehr Pickel. Ich fühle mich ein bisschen schlechter, das ist nicht cool. You know what I'm saying? Insider-Informationen denn, man. Dass die Politiker die Mehrwertsteuer wieder steigen lassen, einfach zum Kotzen bei so einer schwierigen Zeit momentan. Ist das so, ja? Also, die war ja jetzt 16%. Geht die wieder hoch? Geil. Andere Leute hängen zuhauf mit Koksen. Leon nicht. Er hängt öfter mit dem Barber als die Frau von Conan. Feier ich. Bruder, warte mal kurz. Den muss ich mir abfotografieren. Die kann man verschachtelt auf jeden Fall nochmal einbauen. Feier ich. Ja, wieder 19%. Okay, die Wichser. Wann kommt ein neues Video, wo du dir eine Doku anschaust? Morgen, glaube ich. Oder vielleicht sogar heute noch. Ich habe ja eine Marco Polo Dokumentation. Und ich habe auch schon für den nächsten Stream eine Doku vorbereitet. Also morgen wahrscheinlich werde ich streamen. Grüße an Baro, hab gelogen. Grüße gehen raus an Baro, Bruder. Ich küsse dein Herz. Wave Talk mit Baro muss wieder kommen. 100%. 100%. Aber diesmal sogar zusammen vor der Kamera. Also wir machen es dann hier. Und nicht mehr über Zoom oder Skype oder so, sondern hier bei mir zu Hause. Was läuft? Mir doch egal, ob du Klassenstreber bist. Jeder weiß, Leons Barber macht den besten Schnitt. Veju. Wie entstand der Kontakt mit Mois eigentlich damals? Bruder, Mois habe ich kennengelernt auf der FIBO, Digga. Auf der FIBO. Wir waren auf der FIBO und dann war der da. Und dann habe ich den zum ersten Mal gesehen, weißt du? Der war ja auch bei Sek Plus, ich auch bei Sek Plus. Und dann, was geht ab, alles cool. Ich habe Mois auch schon vorher verfolgt, so ein bisschen auf YouTube. Da hat er noch eine deutlich geringere Reichweite als ich gehabt. Und dann habe ich den immer in die Intros mit eingebaut, habe den in die Videos mit eingebaut. Er hat mich auch in seine Videos mit eingebaut. Dann sind wir danach noch nach NRW runtergefahren, weil da noch diese Shisha-Bar oder Shisha-Tabak-Release von, wie heißt der Rapper mit Maske nochmal? San Diego. Genau, und dann waren wir da noch und so. So haben wir uns kennengelernt. War cool, hat Spaß gemacht. Aber seitdem dann nie wieder Kontakt gehabt. So. Ja, Veju. Wie oft schneidest du deine Haare, Alter? Bro, wie gesagt, Alter, die Woche waren es zweimal, glaube ich. Normalerweise einmal die Woche, so mäßig. Geh mal zu Charo B's Kitchen. Apropos, ey, Charo ist cool, Digga. Ich feier den. Wenn er mich einladen würde, ich würde sofort hingehen. Ihr müsst immer den Leuten sagen, dass die mich einladen sollen, Freunde, weil ich habe auch gemerkt bei Comets Café, ich habe jetzt schon wieder, also was heißt Comets Café, ich wollte ein, zwei Talks machen,
Talks, sind ja keine Interviews mehr, ich wollte Talks machen und habe ein, zwei Manager angeschrieben und merke so teilweise, die schreiben einfach nicht mehr zurück. Das heißt, ihr müsst die Leute voll labern. Ihr müsst die Leute, die ihr bei mir im Talk sehen wollt, die müsst ihr einfach in jedem, unter jedem Instagram-Bild, jede DM, jede Story kommentieren mit ey, geh zu Leon Lovelock, talk ihr den, ey, geh zu Leon, dass die sich bei mir melden. Weißt du, wie ich meine? Wir müssen es als Community schaffen, die Leute so krass zu nerven, dass die einfach keine Wahl mehr haben, weißt du? Aber auch nur, wenn wir auch Interesse daran haben. Ja, also wir, ich will sowieso gucken, dass wir das zusammen alle ein bisschen entscheiden. Dass wir zusammen entscheiden, wen wir als nächstes nehmen in den Talk. Und dann einfach den sein Leben und auf Internetbasis so krass ficken, dass der gar nicht mehr Nein sagen kann. Weißt du, was ich meine? Lass uns das mal so machen, dass wir denen gar keine Wahl mehr geben. So. Besser. Deswegen folgt mir auf Instagram, da werde ich dann Ansagen machen, wie wir es genau machen. Aber für den nächsten Talk... Also ich habe auf jeden Fall einen Talk-Gast schon am Start, der ist leider gerade gesundheitlich nicht so wirklich am Start. Das heißt, soll ich den Namen schon mal sagen? Was denkt ihr denn, wer der nächste Talk-Gast ist? Beste Folge war mit Ken Khalil, er spricht einfach in 20 Minuten zwei Sätze. Aber ist ein sehr sympathischer Dude. Jetzt schreibt ihr wieder einfach irgendwelche Namen rein. Freunde, das bringt nichts. Was bringt das jetzt, ja? Was bringt es jetzt, wenn wir hier so Namen... Ach so, ihr ratet gerade, sorry. Ich hab mich selbst gefickt, Mann. Ist kein Rapper. Ratet weiter. Lostlock, Leon Lostlock war am Start gerade. Lostlock, get in, motherfucker. Gib mir dem Lostlocky-Vibes, man. Lostlocky. Cynic, Wesel, Balotelli, Karl S. Karl Lauterbach. Was macht der denn? Hol ABK. Stehst du mehr auf Brünetten oder Blondinen? Beides. I love them both, man. Ramu, ja, Selemi. Ich bin Polo, ja, Selemi. Nicht Ramu. Wie findest du Kuchen? Bruder, wenn er vegan ist, feier ich. Aber ich esse nicht so viel süße Sachen, Bruder. Ich bin eher ein Salziger. Was, Leon, was ist deine Meinung zum Collab-Album von Manuelsen und Massiv? Wird krass, wa? Wird krass, Digga. Ich hab das ganze Album schon gehört, Bro. Küss auf dein Herz. Bei dir zählt bestimmt nur der Po. Genau der ist das, Tafnis. Genau der ist das, Bro. Tafnis Records, man. Bruder, du musst ein Label aufmachen. Ich schwör auf alles, Digga. Wie alt bist du, Bro? Wo kommst du her? Erzähl mal was über dich. Die Leute kennen dich ja schon. Du bist ja schon Jani famous. Feed mit Mois. Nee, Bruder, musikalisch nicht so mein Ding, was der macht. Aber wer weiß, wenn mal ein Song kommt, weißt du, wenn es passt, wer weiß. Alter, du hast doch vor ein paar Tagen Haare geschnitten bekommen, ja, Bruder? All 3 days, motherfucker. Hallo, ist die Erde flach oder rund? Rund. Ich hatte mal einen Gast, der hat mies recherchiert gehabt, der hat gesagt, die ist flach, aber ich sag, die ist rund. Leon, bitte mach mal was mit Fanus, bester Mann, safe, wird schon geplant gerade. Kianush Reupload, Interview Reupload wäre zu wild, der Bruder, red mit Kianush sein Label. Die haben zu mir gesagt, nimm das raus. Und ich bin dann keiner, der sagt, nee, mach ich nicht. Kianush, bester Mann, ich küsse dein Herz, Bruder. Das ist einer meiner Lieblingsinterviews, wenn nicht sogar mein Lieblingsinterview. Was hältst du von Mosch? Hab ich nicht so krass auf dem Schirm. Würde mal wieder was mit Kianush kommen, von meiner Seite safe. Talk mit Farid, von meiner Seite safe. Was geht, Bruder, lass Pfeife rauchen. Tam, bring her. Leon Lovecock, ich weiß, mein Cock ist... versprüht sehr viel Liebe. Musst du mal Mami fragen. Hab mal Leon in Mannheim gesehen gehabt. Wollte Foto mit ihm machen. Er meinte, rück mir nicht auf die Pelle. Nerv nicht, Real Talk. Nerv nicht, Bruder. Rück it out, man. Weh ich, jo. War ich nicht, war bestimmt mein Zwillingsbruder. Die Fragen, die ich ignoriere, ignoriere ich nicht aus Zufall, Dicker. Du kannst die Frage gerne noch 1000 Mal stellen. Die Fragen, die ich nicht beantworte, beantworte ich nicht. Giftig unterwegs. Gifty Vibes, man. Junge, wie oft ist der Friseur da? Oha. Mahari wohnt hier, Bruder. Ich hab den ein Bett hinten klar gemacht. Warte kurz. Ist die Erde rund oder flach? Immer noch rund, Bruder. Ich meine, ich war nicht da gewesen, aber ich gehe davon aus. Meinung zu Battle Rap. Bro, ich sag so, Battle Rap an sich eine coole Sache. Ne? Was ich sagen muss, ich kann halt selber persönlich nur sagen, dass ich das selber nicht machen würde, weil, Hauts, verlabert, na Mann. Ich würde es selber nicht machen, weil mit diesen ganzen Mutter beleidigen und dies, das, bla bla bla, das ist halt, das ist halt nicht so mein Ding. Würde ich nicht machen. Leon, dein Testospiegel größer als Meeresspiegel? Boah, würde ich schon sagen, ja, ungefähr. Wie findest du Shirin David? Nice.
Warum nerven die so mit rund oder flach? I don't know, Digga. Musst du den. Ich weiß nicht. Ich habe ja noch nie an irgendeiner Stelle überhaupt irgendwas gesagt, was ich denke. Was meine Meinung ist so. Es waren ja immer nur Talkgäste, die ihre Meinung dazu gesagt haben, so. Und ja, die Leute haben dann immer Reactions und das so bezogen, dass ich das auch sagen würde und machen sich dann so lustig mäßig. Aber ich weiß halt, dass ich das nie gesagt habe. Leon, was hältst du von Internet-Trolls? Bro, ich habe die eine Zeit lang echt gehasst, so. Da habe ich echt für die so negative Emotionen im Herzen gehabt. Ich habe die richtig gehasst. Mittlerweile, ich weiß nicht. Erst war es neutral, mittlerweile glaube ich sogar, dass ich die lustig finde, ja. So ein Klo und so, ich weiß nicht, ich ziehe mir den seine Sachen rein, der macht sich auch lustig über mich und so. Aber ist schon funny, Digga. Also wenn man da wenn man sein Ego ausschaltet, dann muss man eigentlich lachen. Auch die Leute, die da verarscht werden, müssten eigentlich selber lachen, weil das sind schon sehr, sehr, sehr witzige Sachen dabei, Digga. Wann kommt ein neues Internet mit PA Sports? Sollen wir ein neues Internet erfinden, oder was? Gib mir dem Internet die Vibes, man. Gibt es ein Update zu dem Pyramiden-Ding? Oh, pff. Von meiner Seite nicht. Müssen wir mal PA fragen. Was hältst du vom Fremdgehen? Feier ich nicht. Tschüss, Alter, der Chat explodiert ja, Digga. Gibt es ein Hörbuch, Podcast, was du unbedingt empfiehlst? Also ich muss sagen, ich schlafe jede Nacht, ich höre mir immer die Bibel als Hörbuch gerade an. Bin gerade so bei der Hälfte. Das ist sehr schön. Das mache ich gerade. Ansonsten, was kann ich empfehlen? Ja, ich kann immer nur Sachen empfehlen, die ich selber gelesen oder gehört habe und da gibt's nicht so viel. Für mich eines der besten Interviews ist das PA Sports Interview, was du mit ihm gemacht hast, Leon. Ja, finde ich auch richtig geil. Würdest du verzeihen oder was würdest du tun? Bei Fremdgehen meinst du, boah, Digga, das kann ich dir nicht sagen. Hätte, wäre, wenn, würde, kann man immer, ich rede nicht so gerne. Entweder es passiert und ich rede aus Erfahrung oder ich halte die Schnauze, weißt du? Leon, hab heute deinen roten Anzug bekommen, der ist voll geil, Props an dich auf jeden Fall, ich küsse dein Herz, Bro, geil. Post ein Bild, markier B-Unique, Digga, wir reposten auf jeden Fall. Hast du mal wieder vor, eine weibliche Künstlerin einzuladen? Ich würde sie alle nehmen, also jetzt nicht falsch verstehen, für Talks. Ich finde fast alle geil, also gerade Rapperin. Das alte Kolle-Interview, Bruder, das ist aber wirklich Legende auch. Aber es sind so viele eigentlich, ne? Jedes Mal, wenn ihr sowas Neues reinschreibt, dann, ja, war schon geil. Ich habe mir immer die Leute ausgesucht, auf die ich auch Bock hatte, wo ich schon das Gefühl hatte, dass ein geiler Vibe entstehen wird. Und dann ist auch meistens ein geiler Vibe entstanden. Der Orkan fragt nur für Talks. Who knows? Auf welcher Exchange kaufst du Bitcoins oder bewahrst du sie auf? Ich glaube Bitpanda, kann es sein? Bitpanda, glaube ich. Ein Talk mit Asche wäre böse, mit Asche wäre überkrass. Ich sehe euch hier, gell? Ich hab euch auf dem Handy, Freunde. Ich muss nur den Kopf nach unten machen. Bist du auch im Aktiengeschäft unterwegs? Nee, Bruder. Mach mal einen Talk mit Farid. Farid soll Talk mit mir machen. Was geht, Leon? What's happening? In deinem neuesten Talk mit Flair hast du den Talk mit dem Wort Interview beendet. Passiert. Hattest du nicht mit Asche auf einem Festival kurz ein Interview gehabt? Yes, ja, 5 bis 10 Minuten, könnt ihr gerne abchecken. Festivalblog, Vibes Festival, ich glaube Titel ist irgendwas mit Kollega. Gib mal einfach Kollega und Leon Lovelock Vibes Festival ein. Ein Talk mit Bushido. Das wäre der Beginn einer Fitna, na Mann. Wo wohnst du in Berlin? Ich wohne in Mannheim. Was sind deine Roots? Ich habe einen genetischen Test gemacht, so einen Genetiktest. Meine Ex-Freundin hat mir den geschenkt. Und da habe ich rausgekriegt, dass ich zu 60% aus Nigeria abstamme. Und der Rest europäisch. Und was Jüdisches habe ich auch. Ein aztekischer Jude irgendwie zu 4% oder 5% oder so. Wie viele Silben hat Fahrrad? Eine. Chloe den Motherfucker. Was ist der Unterschied zwischen Interview und Talk? Gibt's nicht. Nein, der Unterschied ist einfach, dass ich bei den Talks einfach meinen Film durchziehe. Weißt du, was ich meine? Ihr habt es schon gemerkt, das Intro ist anders. Ich mache einfach mein Intro. Ich gebe zu jedem Thema auch meinen Senf zu ab. Es ist einfach ein Talk, wo zwei Leute sich unterhalten und nicht einer kommt und den anderen interviewt. Ich bin jetzt kein Interviewer mehr. Ich bin ein eigenständiger Künstler auch und setze mich mit anderen Künstlern hin und quatsche einfach. You know what I'm saying? Wieso hast du den Test nicht selbst veranlasst? Ja, keine Ahnung, weil ich bis dato noch nicht dazu gekommen bin und meine Freundin mir zu dem Zeitpunkt zuvor gekommen ist. Digga, was ist das für eine Frage, yo? Warst du mal John Reed Gesundbrunnen? Yes. Warum machst du mehrere Teile bei den Talks, Leon? Weil es YouTube-mäßig einfach besser funktioniert, algorithmusmäßig funktioniert besser, ich verdiene mehr Geld, die Views werden mehr, insgesamt einfach ein heftiger Mehrwert für alle. Was ist ein aztekischer Jude? Musst du mal googeln, weiß ich selber nicht, Bruder. Habe ich nur so ein bisschen gegoogelt.
Okay, jetzt habe ich wieder 1000 Fragen überlesen, weil so viele auf einmal gekommen sind. Findest du Flair ist ein ehrlicher Typ? Ja. Sehr, sehr ehrlich. Was hältst du von beiden? Kenne ich nicht. Wohnst du noch in 6-8? Yes. Hast du auch aggressivere Songs oder zurzeit nur so Sommersongs? Nee, ich habe auch aggressive Songs, Bro. Ich habe richtig eklige Songs. Aber ich weiß nicht, ich finde diese Vibes passen halt besser zu mir. Ab am Anfang, wo ich Musik angefangen habe, ich habe eigentlich nur so dreckige Sachen, eklige Sachen, die aggressiv nach vorne gehen. Weil es auch einfach einfacher ist, habe ich auch im Flair Talk erwähnt gehabt. Ist irgendwie einfacher, mir einfacher gefallen. Cool zu sein, Swag zu haben am Mic, bisschen Vibes zu delivern auch und so, ist schwerer als einfach nur reinzuschreien. Was aber auch nicht einfach ist, also die aggressiven Emotionen rüberzubringen, ist auch nicht, also nicht falsch verstehen, das geht auch nicht einfach nur so. Aber musikalisch zu sein, danach noch, dazu noch, ist schwerer, ist anspruchsvoller. Swag haben ist das A und O im Life. Genau so sehe ich das auch, Bro, ich küsse dein Herz. Welcher Künstler ist zurzeit eine Inspiration oder woran orientierst du dich? Musikalisch oder was? Musikalische Inspiration gerade, Abacadabra. Fugiano, Wizkid, du musst mehr Rap machen, du hast richtig Potenzial. Ja, da fängt's doch schon wieder an. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sagen, mach nur noch so wie Highest im Club, nur noch so Dancehall-Vibes mit Singen und so. Die anderen sagen, Bruder, mach nur noch so wie Wach. Das ist immer das Problem bei den Künstlern, das ist ja bei allen anderen Rappern auch so. Aber bei mir wird's sowieso so sein, ich bin ja kein Rapper und ich will auch kein Rapper sein, ich bin einfach Entertainer so. Ich finde sowieso die Leute aus dem YouTube-Game, die Musik gemacht haben, wie eine Shirin, nicht alle, ich will nicht alle unter einen Kamm scheren, aber so eine Shirin zum Beispiel, ein Mert, eine Katja, die haben immer Levels gebracht, weißt du? Und ich finde die teilweise echt cooler und mehr Star-Appeal auch als die Rapper so. Weißt du, was ich meine? So eine Shirin, so ein Mert und so, die sind Allrounder, sind Entertainer, die können vor der Kamera reden, die können private Talks machen, die können Musik, die können alles, weißt du, was ich meine, so, und die haben ein gewisses Appeal. Und ich sage, die YouTuber, die es geschafft haben, mit Musik anerkannt zu werden, wie Lil Lano, Mert, Shirin, die sind wirklich meiner Meinung nach krasser als 80% der Szene, weißt du, was ich meine, so. Also ich finde, YouTuber müssen noch viel mehr Hack bekommen für das, was die geschafft haben, so. Weil die haben geile Formate entwickelt, YouTube-mäßig, so viele Sachen gemacht und dann noch Musik abgerissen und dann noch mit so einem Levels und dafür dann trotzdem immer dann so ein Hate zu bekommen, ja, der ist YouTuber und macht jetzt Mucke und so, das ist voll traurig, finde ich. Deswegen, und ich möchte dann am Ende des Tages sowieso jemand sein, der extrem facettenreich ist, der seine YouTube-Formate hat, der seine Videos macht und dann immer mal wieder Songs raushaut und sich da auch nicht in Schubladen reinstecken lässt, ja. So wie bei YouTube auch. Hast du Haustiere oder willst du welche? Nee, Bro. Talk mit Chill und Ab, die wäre zu lustig, wäre zu wild, Digga. Ich hab denen geschrieben bei Insta, mal gucken, ob die zurückschreiben. Bist du auch manchmal angefragt oder musst du immer Anfragen schicken für Talks? Wie gesagt, ich mach das gar nicht mehr mit so Anfragen und so. Früher war das immer eine Mischung aus Selbstanfragen und über Manager oder selber die Künstler. Immer so eine Mischung aus allem. Kommen nach dem Corona-Shit Straßenumfragen? Wenn dann nur so episodenweise, wenn ich Lust habe, mal so ein paar Straßenvideos zu machen, dann hau ich da auch mal wieder was raus. Aber ich werde es nicht mehr so machen, dass ich das durchziehe. Weißt du, wie ich meine? Diese Cashmo-Thematik ist so langweilig. Schon seit Jahren immer dasselbe. Ja, finde ich auch. Ich finde, man hätte da gar nicht einen Film draus machen müssen. Mal einen Korb bekommen bei einer Anfrage. Ja, Shindy. Shindy hat mir mal einen Korb gegeben. Ja, Mann. Shindy hat mir aber einen netten Korb gegeben. Nebenbei Hampelmänner ballern und streamen. Hahaha, Beste. Dein Barber schaut aus wie Reezy. Ace Lee, yes man. Shindy gibt selten Interviews. War das mit Shindy noch zu seiner Zeit 2019, als er sein Album rausgebracht hat? Ja, genau, Bro. Checking you, Bro. Bitte? Stark, Bro. Ja. Tafnis. Psst, psst. Ich küsse dein Herz, Alter. Machst du immer noch nach dem Aufstehen Hampelmänner? Yes, ja, Bruder. Fresh. Ciao, Bro. Ich küsse dein Herz, Bro. Ich fühle mich auch gerade wieder anders. Weißt du, wie ich meine? Ich fühle mich gerade wieder
Ich war so ein bisschen schlecht drauf vorher. Jetzt Haare geschnitten, anderer Mensch, Veju. Haircut fast wie Drake. Wenn du den Bart komplett abrasierst, sieht das safe witzig aus. Safe. Ich sehe bestimmt richtig kacke aus, Digga. Nutzt du Datings-App oder nur Real Life? Nur Real Life, Digga. Ich hab mir mal zwischendurch mal wieder Tinder, hatte ich mal wieder am Start, Digga. Ich hab mir sogar kurzzeitig das Premium-Shit geholt, damit ich die ganze Zeit swipen kann, so. Swipe, 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 swipe. Aber ich bin echt ein Typ, ich bin aus dem Real Life und ich muss auch im Real Life meine Sachen machen, so. Weil ich auch bei den Dates dann teilweise, Digga, ich hab mich nicht oft in meinem Leben auf so Tinder-Dates eingelassen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal auf jeden Fall und eigentlich immer enttäuscht gewesen. So, und immer wenn es aus dem Real Life, weil aus dem Real Life, mir sind halt auch so Sachen wie, Duft ist mir wichtig, weißt du, was ich meine, so wie ist der Vibe und dies, das, bla bla bla, und das spüre ich, wenn ich eine sehe, wenn ich eine live sehe, dann spüre ich, geht da was oder nicht, und ich spüre auch meistens vorher schon, sagen wir mal, es soll jetzt nur auf eine Sache hinauslaufen, sagen wir mal, es geht nur um Sex, ja, dann kann man schon spüren, ob der Vibe da ist, ob das geil wird oder nicht, und das kannst du halt über Social Media oder über irgendwelche Apps oder so, das kannst du nicht, Bruder. Deswegen, da sind immer schon miese Enttäuschungen am Start. Mehari oder Redi? Beide richtig geil, Mann. Beide richtig geil. Warum zieht er den Fokus nicht, Digga? Alright, Fellas, ich würde es an der Stelle auch jetzt beenden mit dem Barber Talk, Freunde. Wie lange waren wir jetzt live? Nicht lange. Eine Stunde, aber ist doch perfekt, Alter. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Zwischendurch war ein bisschen Fitner am Start, aber was willst du machen? Ja, ich küsse eure Augen. Kannst rein, Bruder. Yes, Mann. Wir sehen uns, Freunde. Be unique. Dabei ist alles. Mahari, sag noch einmal ciao für die Leute, Freunde. Peace ciao, out, ciao, man. Freunde. Mahari, bester Mann. Ey, schreib mal nochmal, Mr. 187 Place, mach mal nochmal Mahari Barbershop sein Instagram hier rein. Folgt mal alle Mahari jetzt nochmal schön am Ende, Freunde. Peace out, ja. Danke.